Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind auf der Saxonia, wir sind im 42. Teil, wir sind mitten in der Ernte und mitten dabei auch unsere Produktion dementsprechend dann anlaufen zu lassen. Wir haben jetzt gerade hier unsere Sachen abgetankt, ne? Wir werden jetzt mit dem guten Stück hier weitermachen. Die Drescher sind dementsprechend schon wieder unterwegs. Der eine Drescher ist auch schon fertig mit seiner Arbeit, also das ist gar kein Problem. Das müssen wir auch nicht, da diese Arbeit hier im Momentchen dauern wird, müssen wir jetzt auch nicht spontan dementsprechend dann die Sämaschine ansetzen. Weil, wie gesagt, das ist wirklich nicht so wild. Wir werden eh noch eine Zeit dabei sein, weil wir natürlich dann auch die ganzen in der BGA dann die ganzen Sachen abliefern müssen. So, fahren wir hier noch ein bisschen mit. Ja, ich schätze mal, wenn ich so ein bisschen so Stop and Go mäßig hier fahre, dann wird er mehr verbrauchen, als wenn ich immer so ein bisschen daneben fahren würde, aber wie gesagt, ich schaue es halt sehr gerne an, wie halt das Rohr sich dementsprechend immer anpasst. Wenn ich immer an der gleichen Stelle fahren würde, dann würde man ja nicht viel sehen. Ne? So kann ich immer so ein bisschen, ne, hinauszögern, ein bisschen warten. Ne, da sieht man, wie schön das Ganze funktioniert. Das ist ja auch, man sieht, grafisch gut gemacht. Ne? Und man sieht zwar ab und zu mal das Ganze abreißen, aber wenn man jetzt das Rohr an sich ansieht und sowas, also ich finde, das ist schon eine schöne Variante. Man sieht auch, dass er dementsprechend das Rohr mit der Zeit anpasst. Also er fängt vorne an, dann, ne, nimmt er die Mitte als Trigger und dann den Rest nimmt er dann am Ende ab. So, aber er wird gleich dementsprechend dann eh sagen, das war's. Bei mehr wie 75.000 Liter gehen leider nicht rein. Ja, und da steht das Ganze wieder. Ja, dann werde ich wieder mal eine Runde drehen. Und das geht dann auch wieder in die Biogasanlage. Und wie gesagt, auf Feld 34 sind wir schon fertig. Da stehen die beiden Jungs schon. Und damit werden wir dann gleich, das ist der Raps, wenn ich mich nicht täusche, der da schon fertig ist. Und damit werden wir dann gleich schon mal zur Biodieselanlage fahren. Und mal gucken, ob er nicht schon ein bisschen Biodiesel produziert für uns, bis der Soja bei der Sojamilchproduktion ankommt. Das hätte natürlich dann was, wenn wir da schon mit durchstarten könnten dann. Ne? Was wir natürlich noch machen müssen, das habe ich glaube ich noch nicht getan, aber wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Es ist ja klar, dass für den Treibstoff braucht man natürlich dementsprechend einen Treibstofftank. Für die Milch braucht man dementsprechend einen Milchtank. Ne? Der bleibt natürlich nicht aus. Und das ist auch genau das, was wir da noch anschaffen werden. Und wie gesagt, ich habe die Produktion sehr gerne, ich spiele die auch sehr gerne, die laufen immer sehr gerne mit. Ich habe die in meiner Tiervariante, laufen welche davon und auch woanders zwischendurch, auf der Valfarma läuft es auch, wo es sonst eigentlich mehr um kleinere Felder geht. Ja, ist genau richtig abgebogen, hier wollen wir nämlich jetzt rein. Oh, und schon wieder ein Unfall. Ich dachte, ich komme tatsächlich mal so rum, aber nein, da rumst er wieder davor. Also das ist mal was nebenbei laufen kann, ne? Weil das füllt man auf und dann läuft das langsam. Da ich ja dementsprechend immer nur am Ende des Tages vorspule und selten mal zwischendurch, höchstens mal um zu sehen, ob die Produktion anspringt oder nicht, ne? Ist das natürlich kein Ding. Ne? Ja, wir werden natürlich jedes Mal, wenn wir hierher fahren, vorgeführt. Das ist der sozusagen Endgegner der Karte. Ne? Unter uns ist die 50, ihr seht selber, eine Kleinigkeit von 161 Hektar. Ich wollte natürlich, ich weiß nicht, ob sich das jemals jemand angucken würde. Es wäre wahrscheinlich auch unter Größenwahn noch abzubuchen. Ich dachte zuerst auf der 50 tatsächlich Gras anzusehen mal. Und dann gibt es so einen schönen kleinen Aufsatzmäher. Ich glaube, der hat 1,20 Meter Breite und dann wäre ich eine Zeit beschäftigt. Bei 161 Hektar könnte ich da wahrscheinlich so die nächsten 120 Folgen drauf verbringen dann.
Aber ja, die könnt ihr in den Kommentare mal reinschreiben. Das ist zwar noch ein Momentchen hin, wahrscheinlich bis wir bei der 50 sind, aber was für eine Idee ihr habt, was ist es als erstes? Ich werde natürlich jetzt nicht unbedingt darauf hoffen, dass ihr sagt, ja, wir machen da Maishäcksel drauf, weil ne, so eine BGA haben wir halt einfach nicht. Ne? Das ist halt keine Chance, dass das was wird dann. Ne? So. Diesmal werden wir uns mal nicht so drängeln lassen. So. Entschuldigung für den kleinen Räusperer. Sind wieder die Frösche unterwegs. So, und wir sind wieder leer. Geben ihm schon mal die Order, dass er das Ganze wieder zumachen soll. So, wie sieht es denn mit dem Drescher aus? 70% hat er drin. Dann können wir noch gemütlich zurückfahren. So. Ja, ich muss mal gucken, wie es dementsprechend läuft. Für die Samstagsfolge dementsprechend dann. Werdet ihr sagen, Samstagsfolge? Ne? Wir sind ja noch gar nicht auf dem Samstag. Das ist jetzt die 42. Heute ist ja erst Freitag. Nein, ich rede dann von der Folge morgen. Da werde ich besser fahren. Nein, das ist jetzt natürlich kein Versprechen. Ich werde versuchen anzukommen. Das ist ein Versprechen. Haben wir die XXL-Variante. In der XXL-Variante werde ich natürlich dann sehen, dass wir möglichst weit halt auf Feld 1 kommen. Ne? Das heißt also, da werden wir richtig schön BGA füllen, die ersten Reihen dementsprechend schon schließen, dass halt schon Gärprozess laufen kann und sowas. Da werden wir dann mal richtig loslegen. Ne? Die XXL heißt dann Vollstoff raus mit dem Zeug sozusagen. Nein, Vollstoff rein in die BGA sozusagen ist das mal dann eher. Ne? Damit wir dann mal die Kohle hier reinkriegen. So, ja, ich werde jetzt ihn dementsprechend da mal ranfahren. Diesmal werde ich jetzt hier schon gleich den grünen Streifen vom Nachbarn mitnutzen. Der mäht auch nicht, hat er mir gesagt. Das wäre kein Problem, wenn ich darüber fahren würde. Ich nutze eh immer ein bisschen von seinem grünen Streifen mit, weil ich habe damals dafür gesorgt, dass hier halt der Bahnübergang hinkommt. Und lasse ihn dementsprechend dann auch den Weg hier fahren zur anderen Bahn. Ne, hier muss man sich nicht ganz so an die Geschwindigkeiten halten, weil es ein Privatweg ist, als wie auf der Hauptstraße. Und wenn er mit seinem Glas hier langheizen will, dann kann er das gerne. Ne, Tiere habe ich hier momentan auch keine. Und dann sind wir schon mal hier hinten unterwegs. Ne? Da hat er gesagt, ja kein Problem, der fahrt über den Grünstreif, das macht nichts. Das geht ein bisschen fixer für dich. Und für mich geht das hier dann auch fixer, dann gleicht sich das wieder aus. So, ja, dann wollen wir mal wieder ranfahren an der ganzen Geschichte. Und bevor wir das aber tun, werden wir die Sojabohnen dementsprechend dann einmal abernten. Ich werde die mal schön ausrollen lassen. So. Ja, das gute Stück ist fertig. Hier werde ich das Rohr schon mal einklappen. Und wie gesagt, der muss im Prinzip einfach nur nach Hause. Ich fahre schon mal in die richtige Richtung, sag ich mal so. Der kann natürlich hier vorne über unseren eigenen Bahnübergang da auch hervorragend hinfahren. Hat ja auch ein, ne? Gut zureden gekostet, sag ich mal so, dass wir hier die ganzen eigenen Anschlüsse kriegen, seht ihr ja selber. Viel besser kann man es gar nicht haben, ne? Eigene Straßenüberführung, eigene Bahnüberführung, das ist natürlich jetzt kein Luxus mit Schranken hier, aber ich fährt eh furchtbar selten Zug, deswegen ist das eigentlich kein Problem. So, er ist hier auf dem Weg nach Hause. Das machen wir, ziehen wir auch mal kurz durch, auch wenn der Drescher gerade voll ist. Wie gesagt, das ist die Verwandtschaft am Taschengeld dazu verdienen. Das ist gar kein Ding. So, ja, dann können wir dann gleich mal den Part abfahren noch. Und dann hat der Klaas nämlich der eine auch schon wieder Feierabend. So schnell geht's.
Ja, jetzt sieht man erst, ne, wie lange man so braucht. Ich fahre jetzt hier mit 32 am Feld vorbei, das dauert eine ganze Zeit und das Feld hier hat nur knapp 10% von der 50 an Fläche. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass das durchaus eine nette Größe an Ernte wird, was dann so rumkommt. Wie gesagt, macht ruhig Vorschläge, was ihr da machen wollt. Wenn ihr sagt, okay, wir wollen mal ein bisschen Extremfolgen sehen und fahr mal 10 Folgen lang die Rüben rein, ne? Da würde ich mich dann auch zu durchringen, dass ich es mache. Solange es geguckt wird, kein Problem. Ne? So. Mann, der Pförtner ist aber heute ziemlich schläfrig anscheinend. Wenn den hier abstellen, er macht das Tor in letzter Sekunde auf. Er ist fast reingefahren. So. Ja, also ihr könnt alles sagen. Also, ne, ich meine, ich kann euch gerne mal so ein paar Extremvorschläge machen, was man da machen könnte. Man könnte natürlich sagen, wir möchten das Ganze mal ganz anders sehen. Wie wäre es, wenn du dementsprechend einfach mal Gras sähst auf 50 und dann, die machen wir jetzt erst leer. Gras sähst auf 50 und wir dann ne, mit dem Mäher rübergehen und das Ganze dann schön schwadern, ohne Zetern. Dann das Ganze schön in viereckige Ballen, also in Rechteck, also Quaderballenpresse dementsprechend rüberjagen. Und dann das Ganze in Silageballen wickeln. Und dann mal nur rauszugucken, was für eine Gesamtzahl an Silageballen wir wickeln können. Also gar kein Problem. Also auch das. Das ist sogar eine persönliche Idee von mir, die ich sogar durchziehen würde. Also selbst das würde ich da machen. Weil dann könnte man mit schön mit dem Ballen aufnehmen. Es gibt ja diese, ne, was im Originalspiel auch dabei ist, der nimmt ja 16 Quaderballen auf. Die würde ich dann dementsprechend aufnehmen und auch die können wir ja beim Heizkraftwerk dann verkaufen. Also das ist ja gar kein Problem. Wäre halt so ein bisschen die umständlichere Variante, sag ich mal so. Aber auch da habe ich gar kein Problem mit. So, warum bleibe ich hier eigentlich stehen? Na gut, wir brauchen uns ja gar nicht. Abladen kann auch von alleine und losfahren tut er auch von alleine. Ja, da sieht man erstmal, was wir alles so zwischendurch an Fahrzeuge haben. So, 25.360 Liter. Und wir müssen hier lang. So. Jetzt wundert euch, da geht es ja gar nicht. Ne? Nee, es geht auch nicht nach Hause. Es geht jetzt zur Biogasanlage. Weil Raps ist die einzige Zutat in der Biogasanlage. Und dann wollen wir mal gucken, dass das Ganze mal in die Gänge kommt und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich muss jetzt hier unterlang. Ich bin hier selber so viel noch nicht gefahren, über die Brücke schon mal, aber die Ausfahrt hier nehmen. So. Und dann ist die Biogasanlage, glaube ich, hier, ne? Oder? Ja, ich glaube, das da vorne ist die Biogasanlage. Gar nicht mal so schlecht. Also eins der Felder, was ich vorschlagen würde zum selber kaufen, wäre zum Beispiel auch hier die 3. Das ist ein schönes großes Feld. Da kriegen wir schon ein bisschen Fläche dazu. Und da würde ich natürlich dann sofort den Raps raufbringen. Warum? Seht ihr, ne? Hinter uns ist die Biogasanlage. Da brauchen wir nur hier unseren eigenen kleinen Weg hier rüber hopseln und dann ab in die Produktion mit dem Ding. Ne? Man sieht hier, die Biogasanlage ist sonst etwas anders aufgebaut. Ne, man hat sonst nur ein kleines Tor Ein- und Ausfahrt nebeneinander. Hier ist sie ein bisschen größer für die Größe. Angepasst auch für große Maschinerie, dass wir rüberfahren können. So, also hier rauf. So. Ja, es klappt. Gucken. Stehen wir richtig? Ja, wir stehen richtig. Dann mal rein mit unserem Spaß. So, ich hüpfe mal kurz raus. Macht man eigentlich nicht. Aber ich tue es. Okay, mal Richtung Verarbeitung hier. So, an ist hier noch nichts. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen Zeit vorlaufen lassen. Das ist einmal hier. Ja, und schnell wieder zurück. So, da sehen wir. Ne? Das gute Stück läuft. Man sieht, dass hier ein bisschen was reingeht. Ne? Wir können hier 500.000 Liter Raps reinbringen. Und er kann da halt den Mischfutter in dem Fall draus machen.
und Biodiesel. Und da ist er auch schon angesprungen. Man sieht jetzt selber, ne, 1466 Liter Biodiesel hat er schon rausgeschmissen. Aber es lag an dem Vorspulen mal 120-fach, das ist klar. Hier sieht man den Füllstand auch schön vom Raps. Da gehen also, wie gesagt, bis zu 500.000 rein. Da können wir so richtig was draus machen noch. So, dann können wir mit ihm hier wieder zurück. Er soll jetzt ja eh nach Hause. Dann fahren wir erstmal hier rum. Oh, ich glaube, da kommt was von vorne. Ups. Mann. Ja. So wie ich fahre, sollte ich eigentlich die Warnblinkanlage anmachen. Fahre ich jetzt überhaupt nach Hause? Mann, ich bin schon ziemlich verstrahlt hier. Ja, ne, das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Ja, aber mit der kleinen Tour hier nach Hause geht das Ganze auch schon dem Ende zu. Wir werden dann in der XXL-Folge den Spaß ein bisschen zu Ende bringen, den wir da sehen. Ne? Der Drescher ist ja noch am Arbeiten. Und dann werden wir mal ein XXL-Silage dementsprechend dann machen, dass wir den Kram ein bisschen in die Füße kriegen. Eine XXL-Folge kann man ja so ein bisschen mehr reißen. Können wir ein paar mehr Bahnen ziehen da und dann geht das. Der Drescher ist noch nicht voll. Der andere ist auf dem Weg nach Hause. Hier fahren wir mal vorne rein. Er hat ja schon Feierabend. Wie gesagt, der wird die Soja dann morgen zur Anlage bringen und wir werden in der XXL-Folge dann wohl auch die beiden neuen Tankeinheiten dann abholen. So. Ja, aber wie gesagt, ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Abo, wenn ihr weiter dabei sein wollt. Guckt euch auch meine Forst-Folge an. Wie gesagt, ich habe da ein Special gemacht. Wenn euch das dementsprechend gefällt und genug Zuspruch da ist, kann das auch zu einem Let's Play oder zu einem Teil-Let's Play werden. Also das heißt Teil zu einem Let's Play mit nicht täglichen Folgen werden. Je nachdem, wie der Zuspruch dementsprechend dann dabei ist. Könnt auch gerne bei dem Force-Video dann dazu schreiben, was ihr dann vielleicht anders haben wolltet oder was euch das gefällt oder ob euch das gefällt. Ne? Das ist gar kein Problem. Ihr werdet am Ende dieser Folge jetzt hier gleich auch schon, wahrscheinlich jetzt auch schon sehen, sozusagen den Link zu der Folge. Dann guckt es euch gerne an. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.